Kinderszenen. Von Wunderkindern ist viel die Rede in diesem Luzerner Festspielsommer, der unter dem Motto Kindheit steht. Der tschechische Komponist Leoš Janáček aber bildet dazu das Gegenmodell. Er war ein ausgesprochener Spätzünder, der erst mit über 60 Jahren zu einem Begriff in der Musikwelt wurde, als seine Oper Jenufa 1916 in Prag herauskam. Doch der dann in seinem letzten Lebensjahrzehnt Werke von einer Radikalität komponierte, als habe er sie im Fieberwahn erschaffen. Einen wilden Alten darf man ihn wohl nennen. Oder auch einen Wunderkreis. Allerdings fing auch dieser ungestüme Altmeister einmal klein an. Zur Welt kam er am 3. Juli 1854 im habsburgischen Kronland Mähren, im 600-Seelendorf Hukvalli, das damals in der deutschen Amtssprache Hochwald hieß. Weshalb auch Janáček selbst im Taufregister mit seiner germanisierten Namensform als Leo Eugen Janáček eingetragen wurde. Er war das 9. von 14 Kindern des dortigen Dorfschullehrers Jiří Janáček, der seine große Familie mehr schlecht als recht durchbrachte. Denn die mährischen Landlehrer erhielten seinerzeit noch kein festes Monatsgehalt. Sie waren auf freiwillige Zahlungen der Bevölkerung angewiesen. Und der kleine Leoš musste mit seinen Geschwistern von Haus zu Haus ziehen, um diese Almosen einzutreiben. Immer wieder gerieten die Janáčeks in finanzielle Engpässe. Es fehlte oft an Essen oder passender Kleidung für die Kinder. Und die kleine Dienstwohnung, in der sie lebten, war beengt, feucht und schlecht zu heizen. Dass Vater Jiří unter Rheumatismus litt und schon 1866 starb, das dürfte eine Folge dieser Verhältnisse gewesen sein. Da Jiří Janáček als Lehrer zugleich auch das Amt des Organisten innehatte, wuchs Leoš mit Orgelmusik auf. Sein besonderes Faible aber gehörte den Pauken, wie er sie bei den Messen in der Nachbargemeinde zu hören bekam. So etwas Schönes wollte auch er zu Hause haben. Also machte er sich eines Tages zusammen mit einem Freund auf, klaute das begehrte Instrument, schleppte es über die Felder nach Hukvaldi und erntete dafür nichts als eine Tracht Prügel. Denn zimperlich war Jiří Janáček in seinen Erziehungsmethoden keineswegs. Wenn der 8-jährige Leoš auf dem Klavier eine Beethoven-Sonate nicht korrekt spielte, dann schlug der Vater schon mal mit der Bürste zu und der Sohn musste spüren, wie sich ihre Borsten in die linke Hand bohrten. Da Leoš immerhin mit einem schönen Sopran gesegnet war, wurde er 1865 mit einem Stipendium als Chorknabe am Brünner Augustinerkloster aufgenommen, einer ehrwürdigen Institution, wo Gregor Mendel, der Entdecker der Mendelschen Regeln und Begründer der Vererbungslehre, als Abt amtierte. 160 weite Kilometer war der 11-Jährige nun von der Familie entfernt und er litt unter dieser Situation. Allein, fremde Menschen, unherzlich, fremd die Schule, hart das Lager, härter das Brot, keine Zärtlichkeit, notierte er später über diese Erfahrung. Streng war der tägliche Arbeitsrhythmus. Um 5 Uhr früh mussten die Kinder aufstehen, um zunächst einmal zu beten und Schularbeiten zu erledigen, bevor sie um 7 bei der Messe zu singen hatten. Vormittags stand der allgemeine Unterricht auf dem Programm. Nachmittags gab es Chorstunden und Klavierübungen. Und abends warteten oft Auftritte auf die kleinen Sänger, ob im Theater, bei Konzerten oder bei Empfängen für Minister und andere Würdenträger. Mit 15 wechselte Leoš Janáček ins Minoritenkloster am anderen Ende der Brünner Altstadt, um eine Lehrerausbildung zu absolvieren. Doch nach 3 Jahren kehrte er für sein Referendariat wieder zu den Augustinern zurück. Und dort begann er auch seine musikalische Laufbahn als stellvertretender Chorleiter. Niemand hätte damals wohl erwartet, dass dieser junge Mann im späten Alter ein musikalischer Revolutionär würde. Es waren kleine Schritte über lange Jahrzehnte hinweg, die ihn zum Ziel führten. Manchmal braucht es eben etwas Geduld.